Am Freitag ist es an der Wall Street bergab gegangen. Der S&P 500 jetzt 5 Tage in Folge mit Verlusten. Was ist da los? Warum passiert das? Nach meiner Auffassung wird hier bereits von den Aktienmärkten das kommende Tapering eingepreist. Warum muss das Tapering kommen? Weil die Inflation viel höher ist als erwartet und von der Fed prognostiziert. Da werden einige jetzt nervös und sagen, oh, wir sollten das jetzt doch relativ schnell machen. Und die Märkte preisen eben jetzt schon diesen Taper-Effekt ein, also den Effekt, dass die Liquidität absehbar immer weniger wird, die zugeführt wird, bis dann keine Liquidität mehr durch die Notenbank zugeführt wird. Und das ist genau der Prozess, in dem wir derzeit sind. Darum droht den Märkten eine heftige Korrektur, möglicherweise heute nochmal eine Gegenbewegung, eine kleine Rallye, die wir zu erwarten haben. Warum, will ich gleich zeigen, aber übergeordnet droht eine heftige Korrektur, weil die Investoren bis Oberkante, Unterlippe positioniert sind, vor allem die amerikanischen Haushalte. Und wenn dann mal was nach unten kommt, dann kann das auch durchaus mal ein bisschen heftiger werden. Schauen wir uns die Dinge an. Ich habe heute viel Programm. Hier sehen wir zunächst mal längste Losing Streak seit Februar, also 5 Tage in Folge, das gab es noch nie seit Februar, dass die Aktienmärkte fallen. Der Nasdaq nur 3 Tage in Folge, aber S&P und Dow Jones 5 Tage in Folge. Und wir sehen unten die verschiedenen Sektoren alle im Minus. Es gab keinen Ausreißer nach oben. Real Estate, Tech waren so die großen Verlierer. Utilities, also wirklich breit gestreut. Die Verluste, hier sehen wir mal unten die Grafik, das sind die Google-Suchen nach Tapering. Wir haben jetzt das, genau dasselbe Niveau erreicht wie im Jahr 2013, als die Fed eben angekündigt hat zu tapern, die Anleihekäufe zu reduzieren, die Aktien- und Anleihemärkte damals nicht wirklich begeistert. Das sogenannte Taper-Tantrum war der Fall. Wir sehen, dass bei Google jetzt die Suche nach Tapering deutlich nach oben geht. Und wir sehen oben diese Grafik, das ist die Saisonalität des S&P 500. Und hier sehen wir, da kann es durchaus zwischen 13. und 16. nochmal nach oben gehen. Da ist kurzfristig saisonal sogar eine ganz günstige Zeit, aber dann wird das richtig schwierig. Die zweite Septemberhälfte ist gefährlich. Morgen bekommen wir Inflationsdaten. Die US-Verbraucherpreise werden die vielleicht eine heftige Reaktion auslösen. Und warum es heute möglicherweise nicht schlimm kommt, also keine Korrektur kommt, sehen wir auch in diesem Chart von Sven Henrik. Da sehen wir oben den S&P 500, der jetzt an einer ganz wichtigen Trendlinie handelt. Und Trendlinien werden beim ersten Anlauf gerne mal gehalten. Könnte also hier einen Swing nach oben geben. Und unten sehen wir den VIX, der eben auch oben an seine Trendlinie angestoßen ist, die praktisch als Widerstand fungiert, sodass dann eben auch Rücksetzer beim VIX möglich sind. Mithin also die Aktienmärkte sich erstmal erholen ein bisschen, ohne dass das Damoklesschwert, das übergeordnet über den Märkten hängt, nämlich zu hohe Inflation, Tapering der Fed, Notenbanken, die nervös werden. Das bleibt bestehen. Hier sehen wir die Einschätzung von Goldman Sachs. Die sagen, wir sehen eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Tapering im November beginnen wird. Dann wären wir im Juli 2022 komplett durch. Dann würde also keine Liquidität mehr durch die Notenbank zugeführt werden. Und wie gesagt, das ist genau das, was die Märkte eben jetzt bereits einpreisen. Wir sehen auch frische Aussagen von Philadelphia Fed-Chef Harker, der hier gesagt hat, also wir sollten mit dem Tapering möglichst bald beginnen. Die Inflation, die könnte doch langlebig sein. Also hier sehen wir, wie viele Fed-Mitglieder in Zweifel geraten, dass eben diese Inflation nur transitory ist. Eben dieses Mantra, das Jerome Powell ja ständig wiederholt. Aber er wird damit offenkundig immer isolierter innerhalb der Fed. Und hier sehen wir mal die Erzeugerpreise in den USA am Freitag, ja, die Zahlen wieder mal deutlich über der Erwartung mit deutlich über 8%. Und wir sehen hier einen ziemlichen Einklang zwischen den Erzeugerpreisen in den USA und den globalen Containerfrachtpreisen. Hier sehen wir, die sind massiv gestiegen, steigen jetzt wieder. Unten sehen wir mal eine Grafik, die zeigt, wie viele Schiffe vor dem Hafen von Los Angeles auf Abfertigung warten. Auch neues Allzeithoch. Also diese ganze Lieferkettenproblematik, die geht nicht weg. Die wird sogar noch immer schlimmer. Deswegen steigen die Preise immer mehr. Und genau das hatten die Notenbanken nicht auf dem Zeiger. Marcello Fracerino hat ein geniales Interview gegeben in Focus, wo er sagte, diese ganzen Inflationsängste, Panikmacher, immer diese Panikmacher, Populistin geradezu, ne?
Ja, also das ist Inflation ist ganz vorübergehend. Hier sehen wir, wie vorübergehend diese Inflation ist. 8,3% die PPI, also Erzeugerpreise, Core Inflation, PPI auch deutlich höher als erwartet. Also da ist schon momentan ganz schön was am Start. Jetzt sind auch die Rohstoffpreise wieder deutlich angezogen. Wir sitzen jetzt kurz vor einem Multi-Jahreshoch beim Bloomberg Commodity Index. Auch das spricht nicht gerade für eine abflachende Inflationsdynamik. Dieser Chart ist insofern interessant, als er den S&P und die Fed-Bilanz zeigt. Das sind die beiden Grafiken, die beiden Linien, die stets nach oben gehen. Und unten sehen wir diese Grafik, die permanent weiter abstürzte. Das ist der Economic Surprise Index. Also die Konjunkturdaten werden immer schlechter. Gleichwohl sind die Aktienmärkte weiter gestiegen, weil die Fed-Bilanz gestiegen ist. Aber irgendwann wird vielleicht dann doch die Schere zwischen fundamentalen Faktoren und Kursbewegungen ein bisschen zu groß, sodass eben auch hier ein nicht unerhebliches Korrekturpotenzial droht. Und wir sehen Household Equity Ownership gegenüber dem S&P 500. Und wir sehen, dass da die Ownership, also dass die Investitionsquote der Amerikaner noch stärker gestiegen ist als der S&P 500, ein neues Allzeithoch by the way, und wir sehen Household Equity Ownership gegen den S&P 500 auch schneller gestiegen, also die Investoren, vor allem die Amerikaner, sind all in, auch die Profi-Investoren sind sehr stark investiert, weil man sich sagte, wo ist das Risiko? Wir sehen ja, dass alles inflationiert letztendlich, aber die Fed deswegen auf dem Gaspedal bleibt und diese Auffassung muss möglicherweise jetzt revidiert werden. Hier sehen wir mal ein sogenanntes Bear Market Model. Das zeigte, dass derzeit eine Wahrscheinlichkeit für einen Bärenmarkt nicht gerade so klein ist, eben weil alle total euphorisch sind, alle sind positioniert, was soll schiefgehen, es gibt kein Risiko. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Wirtschaft immer stärker abflaut, dass gleichzeitig die Inflation viel dauerhafter ist als erwartet, damit die Notenbanken nervöser werden. Und diese Konstellation ist giftig, vor allem wenn alle auf einer Seite positioniert sind. Ähnliches Bild hier, das zeigt, dass wir jetzt die höchste Chance oder unter den 10 höchsten Prozentchancen sind auf einen Bärmarkt seit dem Jahr 1950. Hier fließen zum Beispiel Indikatoren ein wie ISM-Index, also praktisch der Einkaufsmanager-Index in Relation zum S&P 500. S&P 500 immer weiter gestiegen, ISM-Index fällt. Also Wirtschaft beginnt abzukühlen, Aktienkurse aber steigen weiter. Wir sehen zum Beispiel die Marktbreite nach wie vor sehr, sehr schwach, der sogenannte Breadth, also die Anzahl der Aktien, die letztendlich in einem Bullenmarkt sind, die über ihrem 50 oder über dem 200-Tages-Durchschnitt handeln. All das rückläufig, aber die Indizes weiter gestiegen. All das sind nicht uninteressante Divergenzen und wir sehen, dass vor allem die US-Märkte hier eben sehr stark performt haben, dreimal stärker gestiegen als der Rest der Welt. Also der Amerikaner, der gönnt sich was, ja, aber hat diese eine Notenbank, die anders als die EZB, die jetzt über ein Tapering fabuliert, aber wahrscheinlich dann dieses PEP-Programm, das bis März 2022 geht, dann ohnehin verlängern wird. In der Summe ist das kein Tapering, sondern weiter eben Quantitative Easing. Das dürfte die Fed nicht machen. Dementsprechend ist der amerikanische Aktienmarkt nach meiner Auffassung vulnerabler sogar als die europäischen Aktienmärkte. A, weil er sehr viel teurer ist, B, weil er stärker gestiegen ist und jetzt eben die vielen Dinge, die eingepreist sind, möglicherweise gar nicht passieren. Etwa Menschen, dieser US-Demokrat will nicht dieses 3,5 Billionen Dollar Infrastrukturprogramm von Joe Biden unterstützen und damit wird das ganz, ganz schwer, denn im Senat steht es ja 50-50, wenn ein Demokrat Nein sagt, dann ist die Sache gegessen. Die Demokraten im Abgeordnetenhaus wollen jetzt übrigens eine Corporate Tax Rate, also eine Unternehmenssteuer von 21 auf 26,5% anheben und Leute, die über 5 Millionen Dollar pro Jahr verdienen, mit einer Extrasteuer von 3% belegen. Das ist der Stand der Dinge aus die USA. Jetzt kommen wir nach China. Hier sehen wir wieder Alibaba unter Druck nach Berichten, dass die Führung in Peking die Ant Group, nämlich Alipay, abspalten will. Man will also praktisch Alipay rausnehmen aus Alibaba, will praktisch diesen Tech-Konzern aufspalten. Und das ist etwas, was möglicherweise früher oder später auch in den USA mal passieren kann, aber nicht eingepreist ist in den Kursen. Jedenfalls sehen wir das in China. Speziell in Hongkong, wo ja diese ganzen großen Tech-Konzerne im Hang Seng-Index gelistet sind, das ist da relativ heftig wieder
zur Sache geht. Also China hat noch nicht fertig mit diesen ganzen Aktionen gegen seine Tech-Konzerne. Da stehen wir möglicherweise sogar erst in der Mitte des Weges. Da wird noch einiges kommen. Da ist relativ viel am Start. Haben Sie gestern das Duell, das Triell, wie es ja heißt, gesehen? Ish over, wie Noah Barkin schreibt. In diesem 90-Minuten-Duell gab es nicht eine einzige Frage über Europa. Und wir haben ja hier eine gewisse Haftung übernommen, die vielleicht unsere Kinder oder wir selbst noch zu bezahlen haben über transatlantische Beziehungen, China, Russland, Afghanistan. All das kam wirklich nicht vor. Frau Baerbock, die eigentlich profitieren konnte von diesem Duell, das sich dann Laschet und Scholz geliefert haben. Scholz, der wieder mal so tut, als hätte er mit Wirecard und all diesen Geschichten Cum-Ex überhaupt nichts zu tun. Ich habe doch ganz toll reagiert, die Behörden verdoppelt, ja, und aber gleichzeitig doppelt ineffizient gemacht. Laschet, der hier versucht hat anzugreifen, Baerbock hat sich das genüsslich angeschaut und dann wieder postuliert, dass man aus Kohle und Atomkraft aussteigen muss, aber leider uns nicht erzählt, wie der gestiegene Strombedarf, der durch immer mehr Elektrofahrzeuge kommt, dann überhaupt gedeckt werden soll. Dann dürfen wir nämlich importieren Kohlekraft und Atomkraft aus dem Ausland. Hauptsache, wir sind grün und fühlen uns wunderbar. Das ist nach meiner Auffassung eben das, was wieder nicht konkret mal nachgefragt wurde. Kubicki hat das dann im ZDF gefragt, ja, wie soll das dann eigentlich funktionieren, dieser Ausstieg? Wo ist dann die Realisierung der Alternative? Genau das müsste man mal fragen. Aber jedenfalls, der Wahlkampf in Deutschland nimmt jetzt ein bisschen Fahrt an, nachdem Laschet wirklich mal ein bisschen gebohrt hat bei Olaf Scholz. Und abschließend jetzt noch, Thema war ja Inflation, war die Fed etc. etc. Mein Kollege Claudio Kummerfeld hat einen Artikel geschrieben über zwei Fed-Mitglieder, nämlich Kaplan und Rosengreen, die jetzt ihre Aktien verkauft haben, weil sie eben massiv investiert waren in die Aktienmärkte. Kaplan sogar mit S&P Future Handelsvolumina, die Absucht sind geradezu. Schauen Sie sich das mal an. Das ist etwas, was richtig rockt. Das ist etwas, was vor allem Jerome Powell mal tun sollte, der ein riesiges Portfolio hat und mit dem Tapering noch nicht so wirklich beginnen will, aber wohl muss, weil die Inflation steigt und die anderen Fed-Mitglieder das dann unbedingt durchziehen wollen. Der Artikel unter dem Video verlinkt. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.